Herzlich schönen guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren. Mein Name ist Daniel Augustoni. Ich begrüße Sie herzlich im Namen von Sphinx Workshops zur Filmpremiere und, wie ich gehört habe, sogar zur Weltfilmpremiere. Heute Abend. Hier in Basel dürfen wir sogar das ganze Filmteam auch begrüßen. Alle, die mit auf diese Roadtour waren, sind dabei heute Abend hier. Fast alle. Ja, super. Also hier von Sphinx Workshops. Die Organisation wurde 1984 gegründet und da war auch John Lilly mit dabei damals und da wurden immer wieder bemerkenswerte Persönlichkeiten eingeladen. Ich durfte Wolf-Dieter Stoll 1991 kennenlernen und damals kannte ihn niemanden und ich war einfach verzaubert und bezaubert und wusste, das ist was ganz Wichtiges, was wir brauchen, auch in der Chemiestadt Basel und überhaupt. Ja. Mittlerweile sind fast 20 Jahre vergangen. Er hat auch Stadtkräuter-Workshops gegeben, war am Visionen-Event dabei, wo auch Albert Hoffmann war. Es war immer wieder schön zu sehen, fast jedes Jahr kam mindestens ein neues Buch von Wolf-Dieter raus. Und es freut mich sehr, dass er jetzt mit dem Sohn, mit Ingo, auch neue Wege beschreitet, mit Storm Media. Ich finde das toll. Und ich gehe am besten gleich weiter zum ungefähren Programm. Es ist das erste Mal so eine Filmveranstaltung. Wir haben Klangweltenkonzerte organisiert. Aber in dieser Form das erste Mal. Jetzt hoffen wir, dass auch die Technik mitspielt. Nach den einleitenden Worten folgt dann der Film. Der dauert 70 Minuten. Und ich nehme an, dass es danach dann auch noch Möglichkeiten gibt, vielleicht noch Fragen zu stellen, wenn jetzt schon alle da sind. Ich danke euch allen für das Interesse, auch allen, die das weitergesagt haben, dass Wolf-Dieter Stoll heute Abend hier ist. Und ich freue mich mit euch auf den Film. Vielen herzlichen Dank. Ja, vielen Dank. Es ist für mich überwältigend. Ich komme mir vor, es sind nur Freunde. Ich habe gar nicht gewusst, dass ich so viele Freunde habe. Also sehr schön. Wir hatten einen tollen Film. Also das hat richtig Spaß gemacht und mit einem jungen Filmteam. Und die sind haben sich nicht gescheut, in so einem zweiten Auto hinten im Kofferraum zu sitzen und zu filmen, Rotmovie, also so bringt man ja Pflanzen heutzutage rüber, oder? Hab oft gehofft, hoffentlich der Sheriff sieht uns nicht. Einmal wurden wir erwischt, da sind wir auf der Autobahn, sollte ich anhalten, und da sind die vorgelaufen, der mit der Tonangel und dann mit der großen Kamera, der Patrick, der hier hinten steht, und mein Sohn Ingo, der den Film erdacht hat. Ich war nämlich eingeladen worden zum Montana Herbal Gathering. Das sind Leute, die sich für Pflanzen interessieren in einem Land, wo Pflanzen praktisch de facto verboten sind, also als Heilkräuter. Man darf sie verkaufen, aber wenn man angibt, für was sie sind oder eine Dosierung angibt, dann ist es illegale Praxis der Medizin und da wird man schwer bestraft. Und trotzdem gibt es so viele Leute, die aus dem sozialen Netz herausfallen, weil es gibt kaum ein Netz, und die sich das nicht leisten können und die greifen jetzt zu den Kräutern zurück. Und da ist eine große Bewegung in Amerika für Heilpflanzen und gerade solche Pflanzenexperten, Pflanzentherapeuten, Pflanzenbegeisterte haben sich abgelegen in den Bergen von Montana an einem wahnsinnigen Ort namens Anaconda getroffen. Anaconda, weil da haben sie Kupferminen gehabt.
Anaconda Copper Mines war dort. Und da traf ich auch meinen alten, also den Sohn von dem alten Medizinmann Bill Talbot, mit dem ich durch die Bighorns anderthalb Jahre herumgestreift bin. Und es war wie den alten Medizinmann selber treffen. Wir sind auf dieselbe Wellenlänge und wir haben praktisch die Kamera vergessen und haben es genossen, uns mit den Pflanzen zu verbinden und ein bisschen zu plaudern. Und das ist auch mit in dem Film, und zwar in dem, also ein Teil davon, wo die Kamera gewackelt hat oder wo er auf Cheyenne was sagt. Das wurde rausgenommen, aber sonst ist das drin in den, wie heißt das, Extras? Extras? Bonus. Und dann, wer was über wild wachsenden Hanf wissen will, das ist auch im Bonus. Wächst dort wild, aber sorry Leute, dieser Hanf ist verwilderter Faserhanf. Und da kann man rauchen, bis man wirklich dusselig wird und es macht nichts. Aber wenn man das pflückt und die Polizei sieht, hey, there is a car with out of state license, also ein Auto von irgendwo anders her, werden die angehalten und wenn sie den Hanf finden, da ist man auch in Schwierigkeiten. Also diese Pflanze haben wir auch gezeigt, konnten nicht daran vorbei und dann haben wir noch ein paar andere Pflanzen gezeigt. Also es ist... war ein sehr schönes Erlebnis und vielleicht mache ich ein paar mehr Filme mit euch. Das ist Ingo Stoll, der ist Regisseur, Produzent oder was man immer sagt, der das Ganze in Gang gesetzt hat und Clemens Wolfsperger, der in Freiburg im Breisgau eine Bevo, heißt das, Filmgesellschaft hat. Und die hat dann die Kameraleute und das Studio zur Verfügung gestellt und hat uns, hat Ingo großzügig unterstützt. Also ich bin da sehr dankbar. Ich denke, anstatt weiter zu erzählen, schauen wir den Film an. Da ist noch eine Frage, ob das, wie heißt es technisch, übersprochen ist, oder? Entweder Voice-Over, das heißt, damit wird das Original übersprochen auf Deutsch, oder im Original mit Untertiteln. Was wollt ihr lieber? Original mit Untertiteln. Richtig. Gut. Sonst, wenn ihr es nicht versteht, könnt ihr einen Film mitnehmen und zu Hause noch machen.